Meine heutige Rundwanderung startet und endet am Bahnhof Kloster Korin. Hier hält die RE3 zwischen Berlin und Stralsund. Eine gute Möglichkeit, das 9-Euro-Ticket auch mal abzufahren. Im Bahnhof befindet sich auch eine Zimmervermietung und ein kleiner Imbiss. Zuerst Richtung Kirche und dann den gelb markierten Wanderweg folgen. Dorfrand gibt es einen Hofautomaten mit frischen Eiern und Erdbeeren. Der Weg führt durch herrliche Laubwälder. Wunderbarer Blick auf den Ammersee und die Route führt ein Stück am Seeufer entlang. Hier eine kleine Brücke über den Nettelgraben. Und den ersten Blick auf das Kloster Korin.
Hier der ehemalige Haupteingang des Klosters Korin. Ein erster Blick in den Innenhof des Klosters. Die Ruinen einer alten Wassermühle, die zum Kloster gehörte. Hier komme ich auf dem Rückweg noch näher vorbei. Der heutige Eingang des Klosters mit Touristeninformationen. Ich kann eine Führung nur empfehlen. Und auch die Mobilfone-App ist sehr empfehlenswert. Karl Friedrich Schinkel besuchte seit 1810 das Kloster und setzte beim König den Schutz der Anlage durch. Zuvor wurde das bereits verlassene Kloster als Stallung benutzt. Hier ein Blick vom Innenhof zum Hauptportal. In den Kellern befinden sich Ausstellungen zur Architektur des Klosters. Dieser Feldstein im Boden sieht aus wie eine Ratte.
In diesem Kellerraum wurde ein Feuer entfacht, um die darüber liegende Schreibstube zu beheizen. Die Schreibstube war der einzig zu beheizende Raum im Kloster. Steinmetze waren wahre Meister ihres Fachs. Im Seitenflügel befand sich die Krankenstation des Klosters. Der Kreuzgang umschloss einmal den gesamten Innenhof des Klosters. Hier auf der Ostseite lagen die Wohn- und Arbeitsstätten der Mönche. Das Zisterzienserkloster gibt es schon seit dem 12. Jahrhundert. Es wurde auf den Ruinen eines alten Slawendorfes errichtet. Auf der Ostseite noch eine Kuriosität: Bei Restaurierungsarbeiten an einer Stütze des Kreuzgewölbes wurde das Abbild eines Sandmännchens eingefügt. An dieser Stelle schloss mal der nördliche Teil des Kreuzgangs an. Vom westlichen Kreuzgang gingen die Wohn- und Arbeitsräume der Laienbrüder ab. Hier ein Blick auf den ehemaligen Haupteingang von der Innenseite. Von hier aus geht es in die Klosterküche, eine der besterhaltensten in ganz Europa. An den Wänden und der Decke sind die Rußschichten der Jahrhunderte zu sehen. Es wurde auf einer offenen Feuerstelle gekocht.
Untersuchungen ergaben, dass die Mönche hauptsächlich Getreide und Fisch aßen. Fleisch gab es nur zur Stärkung auf der Krankenstube, wo wegen der besseren Versorgung auch der Abt seine Unterkunft hatte. Der südliche Kreuzgang und die anschließenden Gebäude wurden bei einem Brand vollständig zerstört. Auf der Nordseite befindet sich die Klosterkapelle. Hier liegen auch die letzten Ruhestätte der Markgrafen aus dem 12. und 13. Jahrhundert. Die fehlende Dachkonstruktion wurde aufwendig wieder erneuert. Früher befand sich in der Klosterkirche auch eine Gewölbedecke und eine Empore, von wo aus die Markgrafen den Gottesdienst verfolgten. Heute wird die Kirche für Musikveranstaltungen genutzt. Hier im Fürstensaal befinden sich einige Bodensteine, wo Tiere bei der Herstellung ihre Pfotenabdrücke hinterlassen haben. Ebenfalls im Fürstensaal befindet sich ein sehr kurioser Stein in der Wand. Im Speisesaal der Laienbrüder befindet sich ein Loch in der Wand, in dem Fledermäuse wohnen. Am westlichen Kreuzgang noch ein paar Steine mit neuerer Inschrift. Im Vorhof des Klosters noch eine botanische Rarität, der größte japanische Fächerbaum in ganz Europa. Jetzt wird es Zeit für den Rückweg.
vorbei an der Ruine der alten Wassermühle. Vorbei an blühenden Akazienbäumen, vorbei an den Überlassenschaften alter Forstwirtschaft, durch das Einritzen der Rinde wurde früher Baumharz gewonnen. Auf dem ca. 1,5 Kilometer langen Rückweg durch den Laubwald. Und wieder zurück im Dörfchen Kurin und noch 500 Meter bis zum Bahnhof.